coole Idee, ja. So, kommen wir zur Bilderschau. Die Bilderschau. Da möchte ich noch mal kurz was vorstellen. Also zum Ersten, wir haben hier wieder den Videoteil zur Bilderschau. Wer das jetzt nur hört, möge bitte dem Link in den Shownotes folgen zur Videoversion der Bilderschau. Da lohnt sich das nämlich, Video liegt dann nämlich bei Chris Marquardt irgendwo im YouTube-Universum rum. Da könnt ihr euch dann auch die Videos angucken, von wo Chris nach Osteuropa gefahren ist, um zu scouten. Und wer das jetzt auf Video guckt, da hängt vorne und hinten noch ein gutes Stück Podcast dran, das total interessant ist und das ihr unbedingt hören solltet. Also folgt dem anderen Link in den dem Video, das dann auf den Brindfoto-Podcast verweist. Das ist smartes Marketing, sag ich dir. Smart Marketing, sehr schön. Reichweitenerhöhung. Smarketing, Fotos Marketing. Der Smarketing-Podcast. Ich habe noch eine zweite Ich habe natürlich jetzt einen Sendungstitel, ne? Smarketing. Marquardts Smarketing. Marquardts mit Apostroph S. Smarketing. Oh, du bringst mich hier auf Ideen. Fotos Marketing. Okay, ich habe noch eine zweite Sache, die ich gerne vorweg loswerden möchte. Bei Fotos Marketing mache ich aber das S als Binnenversalie. Das sieht noch beschissener aus. Natürlich, logisch, wie denn sonst? So, ja, was wolltest du, Entschuldigung, Bilderschau? Ich hab noch einen kleinen Hinweis. Die Art der Einreichung, ne, wenn ihr jetzt Bilder für die Bilderschau reinwerft, die Art der Einreichung bestimmt letztendlich mit, ob euer Bild eine Chance hat, hier überhaupt besprochen zu werden. Mir sind wieder ein paar Sachen aufgefallen. Wenn ihr nämlich den PayPal-Link daneben klickt, dann erhöht das eure Chance. Ja, nee, so war das nicht gemeint. Aber wenn ihr Bilder in die Bilderschau reinstellt, dann achtet bitte darauf, dass ihr den Link, den ihr da reintut, dass der beim Öffnen dann direkt das Bild mit einem Klick öffnet und möglichst groß anzeigt. Ja, wie, was? Also der Grund ist, ich gehe vor der Sendung durch die eingereichten Bilder und wähle dann eben so die drei zu besprechenden aus, was wir jetzt hier machen. Und das können auch mal locker so 20, 30, 40, 50 Bilder sein, durch die ich durchgehe. Und das mache ich hier am Laptop und das heißt, ich klicke auf die Links und da passieren dann je nach Link drei unterschiedliche Dinge. Erstens, ne, peng, Bild ist offen, das ist der Idealfall. Oder zweitens, es ist ein Instagram-Link, dann kriege ich eventuell noch die Vorschau, aber eine Briefmarkengröße oder ich kriege einen Cookie-Top-Up oder einen Anmelden-Pop-Up, weil der Herr Zuckerberg möchte mich natürlich dazu bringen, dass ich mir einen Instagram-Account mache und mich einlogge und dass er mich tracken kann. Und natürlich ist das eh nur auf dem Mobilgerät gut und das ist eine Hürde für mich, wenn ich dann durch 20, 30, 40 Bilder durchgehe. Und deshalb haben Bilder, die über Instagram kommen, eigentlich schon mal gar keine Chance hier. Sorry, aber das ist einfach der Effizienz geschuldet. Und drittens, was ich jetzt auch hatte, ein Link auf Google Drive oder irgendein anderes Cloud-Laufwerk, wo ich dann erstmal den Dateinamen nochmal anklicken muss, um das Bild zu sehen oder runterladen muss. Das ist ja doof. Das ist dann nochmal ein, zwei Klicks mehr. Und bei der Bildermenge fällt das dann einfach hinten runter. Also was gut funktioniert, sind sowas wie Flickr immer noch. Flickr.com, flickr.com, auch der Gratis-Account ist da super. Yep. Was hier unglaublich gut auch auf dem Bildschirm funktioniert, ist Glass tatsächlich. Die haben wir mögen es immer noch. Ne? Ja, ist immer noch, mein Liebste. Ich habe sogar schon wieder bezahlt. Also ich Verlängerung. Ich lasse das Abo weiterlaufen. Ich mag genau. Das ist Low Volume und hübsch genau. Anzugucken. Ich habe tatsächlich Flickr gedowngegradet, weil ich da tatsächlich die Pro-Version, das nutze ich einfach nicht. Das ist Quark und das Geld werfe ich jetzt lieber zu Glas. Da bin ich auch kurz davor, den Flickr auf Gratis umzustellen. Das ist natürlich auch blöd, ne? Weil Flickr will ja auch weiterleben und soll ja auch weiterleben. Richtig, aber Flickr hat sich ja in den letzten 5 Jahren nicht weiterentwickelt oder nur sehr, sehr marginal. Aber hätte es das tun müssen? Also wohin? Also weil das ist halt für Fotos. Ja, ist es, aber es ist immer noch, ich weiß nicht, also. Was fehlt dir da? Also, naja, zum Beispiel so eine Simplizität wie Glas. Ne? Das ist tatsächlich so. Gut, aber das ist jetzt nicht die Diskussion. Wir wollen ja Bilder gucken. Ja. Und zwar habe ich drei ausgesucht. Das erste, Moment, jetzt muss ich hier mal noch die Liste aufmachen. Genau, das erste ist von Jannis Rösel, Siena.
Siena. Ach, der Klassiker. Der Klassiker der oberitalienischen Siena, Stadtfotografie. Siena, Toskana, wunderschöne Ecke. Ist auch nicht mehr Oberitalien. Ne? Tolle Stadt. Das ist gut. Und was da unter anderem, was ich jetzt hier festgestellt habe, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also wir sehen dieses Bild mit dem Torbogen und einer Silhouette von einem, das ein ist ein älterer Herr, der gebeugt da durchläuft, ja. Naja, pass auf, jetzt wird es interessant. Also das Bild, das taucht auch tatsächlich, die Silhouette taucht rundherum so richtig ins Schwarz ab. Und jetzt kannst du bei diesem Flickr, und das hat der Janis auf Flickr gepackt, kannst du dieses Bild auf so einer Fullscreen-Ansicht mit diesen zwei Pfeilen rechts oben einstellen. Und jetzt passiert Folgendes mit dem Bild. Es wird plötzlich visuell noch mal viel interessanter, weil das ist ein vertikales Bild, also ein Hochkantbild. Und da das jetzt am Rand in schwarz eintaucht und jetzt aber der Hintergrund auf Flickr auch schwarz ist, wird das visuell einfach noch mal viel, viel größer, ja, dieser schwarze es, Bereich. Es endet nirgends. Und es zeigt so deutlich, wie. Also das Bild ist erstmal total schön. Ne? Das ist eins der Bilder, die ich total gerne mache, wenn ich auch in solchen alten, gerade gerne in Italien, so Städten unterwegs bin. Also durch Torbögen hindurch nach außen fotografieren. Und es gelingt mir sehr oft nicht. Was möglicherweise daran liegt, dass ich gar nicht im Torbogen stehe, sondern versuche von außen nach außen zu fotografieren. Und das kann ja eigentlich nur schief gehen. Und dann ist natürlich in diesem Moment auch wichtig, dass die Belichtung dann von der Kamera nicht ganz automatisch passiert, weil sonst wird das zu hell und dann hast du einen ausgebrannten Inhalt dieses Torbogens, weil da innen drin noch irgendwie was zu sehen ist, was hier eben nicht der Fall ist. Aber was das zeigt mit diesem Vergrößern des Bildes und dem schwarzen Hintergrund, der dann plötzlich das Bild nochmal so ein bisschen erweitert, ist, dass die Präsentation des Bildes online, also worauf habe ich das auf weiß, auf schwarz, auf grau, auf bunt, dass das unglaublich viel ausmacht mit dem, wie das Bild hinterher bei dem Betrachtenden ankommt. Stimmt. Unglaublich. Also das ist. Stimmt, das, wenn du es auf dem normalen grauen Hintergrund von Flickr, ist es halt immer noch ein gutes Bild, also finde ich gut. Ja, aber es ist anders halt nochmal irgendwie, es hat mehr Punch. Ja. Und Das ist natürlich die Frage, ist nicht nur digital, sondern wenn du jetzt irgendwie mal ein Bild rahmen möchtest, dann hast du halt die Frage, mache ich da jetzt ein Passepartout drum, ja oder nein, mache ich dann, wenn ich eins drum machen möchte, soll das weiß sein, soll das grau sein, soll das bunt sein, soll das schwarz sein? Gibt es ja heute bei den üblichen Läden, sei das Esbösner oder auch beim hier Hornbach Baumarkt, die haben ja teilweise auch so Bilderabteilungen, wo sie dir so ein Passepartout schneiden. Da haben die dann irgendwie 30, 40 verschiedene Kartons, aus denen du auswählen kannst. Und dann sollte man sich vorher Gedanken drüber machen, ja. Ne? Und dann, also hier kann man sehr deutlich sehen, was das ausmacht. Ja, also, was ich übrigens an diesem Bild total schlimm finde, ist das japanische Auto, das hinten im Anschnitt ist. Das ich weiß noch nicht mal, ob es ein japanisches Auto ist. Das kannst du heute context-aware wegstempeln, das merkt kein Schwein. Stimmt, das können wir wegstempeln. Aber das finde ich halt total schade, dass du praktisch nicht mehr in der Lage bist, ein Foto von irgendwas zu machen, wo nicht irgendeine Scheißkarre im Hintergrund steht. Das ist steht, in Städten eigentlich immer so. Ja. Städte gehören den Autos. Das Problem sind die, da könnte ich sogar noch mit leben, wenn die Autos nicht so sterbenslangweilig wären. Die Dinger, die sehen ja alle nur noch scheiße aus. Das ist irgendwie, gefühlt gibt es drei verschiedene Automodelle in jeweils drei verschiedenen Größen und drei verschiedenen Farben, wovon zwei gar keine Farben sind, sondern Reflexionszustände, nämlich weiß und schwarz. So, das macht mich total irre. Also unsere Städte werden, die Autos machen unsere Städte langweiliger. Und ich habe das Gefühl, dass das früher nicht so war. Oder verkläre ich meine eigene Jugend? Also das Gefühl habe ich auch, dass früher TM die Autos oder die Hersteller der Autos ein bisschen experimentierfreudiger waren als heute. Das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, wir werden da aber es wird in eine andere Richtung gehen, wenn die Autos elektrisch werden, haben die viel mehr Spielraum da oben. Unten ist Batterie und Antrieb und oben ist dann irgendwie Spielwiese und da kann, glaube ich, mehr passieren. Ja, aber das ist dann auch ein Aerodynamikproblem. Ne? Du kannst halt auch schlecht eine Schrankwand hinstellen. Irgendwie. Das ist richtig. Na gut, weiter also, zum nächsten Foto. Obwohl die Experimentierfreudigkeit an modernen Autos, die kann man sich dann übrigens bei, ich glaube, es ist Honda oder so, die dann hinten irgendwie so 7 halbe Spoiler auf ihre Karren draufbauen, so Ecken und Zacken und sowas, wo du immer denkst,
Du meinst die Warzenschweine unter den Autos. Ja, ja, so, das ist ganz grauenhaft. Naja, ja, das nächste Bild kommt schon vor. Das nächste Bild ist von Lea Oswald. Und zwar. Lea, schon wieder. Ja, Lea, das ist mir. Die kann es halt, ne? Die hat halt ein Auge. Die macht also halt da, was richtig. Ja, boah, ist das geil. Ich mach's auch mal wieder groß hier. So, was sehen wir? Wir sehen einen Balkon, das? Einen umlaufenden Balkon um ein Glasgebäude mit einem Glasgeländer. Fußboden drunter ist Holz und die Decke drüber ist auch Holz. Das Ganze reflektiert. Nee, die Decke sich. Drüber ist kein Holz. Das ist oder nee, Sichtbeton oder wie das heißt. Ne? Das ist Lichtbeton mit so einem Holzmuster, weil die Schalung entsprechend Holz war. Mhm. Und dann hast du also rechts die Glasfront, die einfach fast 100% reflektiert. Also du hast quasi so eine Symmetrie drin, eine Reflektionssymmetrie. Und dann, das ist das Interessante an diesem Bild, du hast keinen Hintergrund, weil kein der komplett Außen. Im ja. Nebel verschwindet. Nebel ist mal geil. Manchmal Nebel, ja, aber ich meine, da musst du ja auch sehr viel Glück haben, dass der Nebel nicht einen Teil dieses Geländers auch noch verschluckt. Was er ja nicht tut. Ne? Ja, da kannst du im Zweifel hinten noch ein bisschen dran zuppeln und so. Stimmt. Und oder näher rangehen und so weiter. Also du hast aber bei Nebel hast du halt immer dieses, also viele sagen, Nebel, boah, da gehe ich nicht raus, ist feucht und bäh und ja. So. Nee, da musst du die Kamera nehmen und rausgehen, weil dann hast du plötzlich halbe Häuser und so. Ja, halbe Häuser, du hast den Hintergrund entschärft. Du kannst dann plötzlich den Baum draußen auf dem Feld fotografieren, den du sonst nicht fotografieren konntest, weil dahinter irgendwie Gebäude stehen oder komische Wälder, die den Baum dann halt verschwinden lassen. Und plötzlich steht der alleine da. Und dann hast du eine Silhouette von einem Ding. Und Farben gehen natürlich auch weg. Ich glaube, das hier ist tatsächlich auch nochmal schwarz-weiß. Aber bei so einem grau-nebligen Wetter hast du dann auch irgendwie so ein monochromes Ding, was dann doch das Bild auch nochmal visuell vereinfacht und es meistens auch interessanter macht. Und da geht man raus. Da geht man raus. Da geht man gefälligst raus und Freundchen. Genau, und macht da Bilder. Das ist, finde ich, total faszinierend und schön. Und aber es ist auch wieder so dieser Blick, diesen Blick zu haben. Also ich bin sicher wie das Amen in der Kirche, dass ich auch schon in ähnlichen Umgebungen mich befunden habe. Ja. Und ich hätte das mal wieder nicht gesehen. Ja, ja. Also hätte ich gedacht, bass, das ist uselig und wäre wieder reingegangen. Wahrscheinlich. Also das geht mir ja manchmal auch so. Das ist halt so eine, na, ich sag mal so, also das ich merke das immer öfter, dass ich, wenn ich unterwegs bin und was Interessantes sehe, dass ich dann auch diesem Impuls folge. Du hast irgendwo so ein kleines Flämmchen in dir und das sagt, oh, das ist ja mal interessant. Und dann kommen ganz viele andere Sachen in deinem Kopf, die sagen, boah, nee, langweilig, uselig, bäh, pfui, Wetter, kalt, nass, und so weiter. Und das wird übertönt, dieses kleine Stimmchen da drin. Und das ist ein Teil des Besserwerdens in der Fotografie, dass man diesem Stimmchen ein bisschen mehr Raum gibt, ein bisschen das Stimmchen ein bisschen mehr hören lernt. Und dann auch mal die anderen so, hey, Schnauze, ist doch egal, wie es jetzt ist. Hier sagt gerade was in mir drin, dass ich das vielleicht in irgendeiner Form festhalten möchte. Und dann hast du halt nur ein Smartphone in der Tasche, aber dann machst du mal das Bild. Dann machst du das Bild auch mal ordentlich. Also sprich, dann guckst du, dass du das gerade komponierst und dass du hier dann vielleicht noch die Belichtung noch ein bisschen anpasst. Und vielleicht guckst du, ob das jetzt mit Weitwinkel oder mit Tele oder Mittelkamera, je nachdem, was dein Smartphone halt so hergibt, dann ja, entsprechend einfängst. Ist hier die Kamera noch drin? Nee, Exif-Daten sind kamerafrei. Ja, schade. Aber wäre letztendlich egal, womit es gemacht ist, weil das sowas kommt auch aus einem Smartphone raus. Ja. Da geht es dann um diese Situation und das Licht und die simple Komposition, die sich daraus ergibt und so weiter. Dieses Stimmchen, mehr Stimmchen hören. Ist mein Aufruf an der Stelle. Mehr Stimmchen hören. Ja. Schon wieder ein Titel. Falls genau, ist wieder ein Titel. Ich habe gerade gedacht, ich höre ja Stimmen, aber die sprechen Arabisch. Ich verstehe kein Wort. Dann solltest du dich mal untersuchen lassen. So, drittes Bild. Oh! Ist von. Entschuldigung. Moment. Mein erstes Auto.
Chris M. blickt durch einen italienischen Garten. Und das ist ein Link direkt auf ein Bild. Also das ist ohne auf Website, sondern das ist einfach so das Bild direkt im Browser. Ja. Was es mir jetzt auch möglich macht, da mal reinzuklicken und zu gucken. Da steht ein Auto, es ist ein Fiat 126, oder? Das ist ein Fiat 126, mein erstes Auto, ja. Hatte meine Mama auch mal. Da bin ja, ich genau, als Kind rumkutschiert worden. Das Auto meiner Mutter, und als ich dann 18 wurde und einen Führerschein hatte, durfte ich damit fahren. Geil. Ja, was sehen wir? Ich dachte zuerst so, ist das jetzt hier so ein Fake, also so ein Digitalbild, was da, aber nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das tatsächlich ein abfotografiertes, naja, Polaroid oder Impossible Polaroid. Bild ist. Nenn es Polaroid, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Ein Sofortbild. Stimmt, es ist ein Polaroid-Rahmen drum, es ist irgendwie, ja. Es ist schwarz-weiß, aber auch so. Also ein schlechtes Schwarz-Weiß. Es hat so ein paar typische Dinge, die diese Bilder haben. Also ja, es ist ein Schwarz-Weiß, eigentlich mehr so Sepia. Das ist aber so typisch, wie gesagt, Polaroid, beziehungsweise schwarz-weißes Polaroid. Ich sage, aus einem Grund sage ich Impossible, was der Zwischenvorläufer von Polaroid war, weil die am Anfang ja sehr experimentell mit ihren Filmen unterwegs waren und weil dann auch so Sachen passiert sind, wie an der linken Seite. Siehst du diese Kristalle, die da reinwachsen? Ach, das ist, ja. Das ist. Ich dachte, das wäre im Vordergrund. Nee, das ist nicht. Nee, das Film. Ist eben nicht im Vordergrund. Das kannst du an der Schärfe sehen. Das ist Teil, ja. der Teil der Hardware des Bildes quasi. Ja. Und zwar hast du da wie funktioniert so ein Sofortbild? Du hast quasi mehrere Folien, die übereinander sind, und zwischen diese Folien wird so eine Paste gequetscht, um das zu entwickeln. Und wenn die trocknet. Dann kann das schon mal passieren, dass dann an der Seite so Kristallwachstum einsetzt zwischen diesen Folien, was dann da so ins Bild reinwächst. Und das gab es halt bei den experimentellen Impossible-Filmen. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich noch ein Impossible-Film. Das ist nämlich so ein klassisches Artefakt, was natürlich auch irgendwie cool ist. Und dann siehst du diese Schärfentiefe in dem Bild, die halt wirklich auch extrem ist. Also der Vordergrund ist sehr unscharf, dann wird es nach hinten auch sehr schnell wieder anders. Man sieht es auch an den Pflanzen an der Seite. Das ist, letztendlich ist so ein Sofortbild auch ein Großformatbild. Ja. Weil es direkt auf dieses große Bild von der Kamera projiziert wird. Da ist kein kleines Negativ mehr dazwischen und so weiter. Damit ändert sich natürlich dann auch die ganze Schärfe. Ich habe lange nicht mehr geguckt, wie ist denn da eigentlich der Markt mittlerweile? Tut sich da noch was oder ist es auch. Das läuft. Also das ganze Sofortbildzeug, hauptsächlich Instax, weil Instax einfach handlicher, kleiner, günstiger damit auch ist. Aber das ist nach wie vor Fujis Cash-Cow. Also Größenordnungen mehr Umsatz als mit den digitalen Kameras macht Fuji da. Die Leute wollen echte Sachen. Das ist deshalb auch diese Workshop-Geschichte. Ne? Leute wollen echte Dinge. Dieses ganze Virtuelle, das geht den Leuten mittlerweile. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Auf den Sack. Hast du was bestellt? Nee, ich habe einfach immer, wenn es darum geht, so was ist eigentlich so diese Sondersachen, ne? Was jetzt nicht normale Fotografie ist, sondern irgendwas ein bisschen abseits ist, gucke ich immer als erstes bei lomography.com. Oh, nee, sollst du nicht. Verkaufen dir was. Und zwar. Back in Stock, heruntergesetzt von 180 auf 152,15, das Diana Instant Square Deluxe Kit Nein, in der Classic nicht, Edition. Nein, Digga, brauchst du nicht. Das ist ein Instax, Diana Instax. Ja und? Ja, aber Diana. Ja und? Ja, Diana ist doch auch nur so ein China-Nachbau von einer Kamera, die mal vor 100 Jahren irgendwie, nee, vor 50 Jahren irgendwie und so. Das ist Plaste. Das ist günstigste Presspaste. Nein, tu es nicht. Ich habe ja auch so eine kleine Diana, an meiner Lampe hängt eine kleine Diana. Okay, dann nicht. Mann. Aber fast hätte ich, naja. Nein. Ja, stimmt, es kommt halt alles aus China, ja. Geh zwei Themen zurück in der Sendung, das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Ja, nicht noch mehr ungenutzte Technik. Ach, du hast recht. Wir haben fertig mit den Bildern. Wie gesagt, wer hier mein erstes Auto. Italienischer Garten. Passt so ein bisschen zu dem Siena-Bild von Jannis. So, von der Lomos Location her. Gibt's da übrigens auch noch und die kosten richtig viel Geld. Was ist das denn? Gehst du jetzt weg von dieser Website? 350 Euro? Sind die irre? Gehst du jetzt weg von dieser Website? Nein, ich kaufe mir keine Lomo. Ich bin noch nicht bekloppt. Aber warum sind die so teuer? Warum sind Dinge so teuer, wie sie sind? Weil die Leute das bezahlen. Das ist die Antwort. Ja, okay.
Aber die sind jetzt nicht irgendwie in besonderer Weise handgemacht in der Woiwodschaft. Das sind schon sehr, sehr aufwendige Projekte, sowas zu machen. Okay. Und das sind auch wahrscheinlich keine super riesen Stückzahlen, in denen sie das verkaufen. Also die Preise sind jetzt nicht nur irgendwie Beutelschneiderei, sondern die ergeben sich natürlich. Beutelschneiderei. Das ist das Wort, oder? Ja, aber ich habe es lange nicht gehört. Die ergeben sich ja aus auch ökonomischen Dingen, aber dann ist dann immer die Frage, was sind die Leute bereit zu bezahlen dafür? Ja. Das bestimmt den Preis. Nicht den Wert, aber den Preis. Ja. Egal, wir sind jetzt durch mit den Bildern. Wir werden jetzt gleich noch Fragen beantworten. Das machen wir in der Audiosendung. Alle, die jetzt Video gucken, kommt rüber und hört weiter und beschert dem Holgi noch viel mehr Abonnentinnen auf und dem Abonnentinnen. Und vor allem, und wenn der Holgi vernünftig Statistik hier fahren würde, könnte er sogar sehen, ob es einen Audience-Flow gibt oder ob nicht, aber kann er nicht. Der wird super, der Audience-Flow. Mit Sicherheit. Marketing, sage ich dir, du. Smarketing. Okay, ich stoppe das. Smarketing to smart them all.